Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder What's My Value Because, nein, oder auch wie hoch ist der Marktwert. Und wir vergleichen da zwei Spieler, und zwar steht links immer der Marktwert und wir müssen schätzen, ob rechts mehr oder weniger wert ist der Spieler. Wir fangen an mit Jerome Onwene gegen Emre Can. Emre Can hat natürlich den Dortmund-Bonus von dem Marktwert her, aber Frankfurt hat natürlich die Europa League gewonnen. Das heißt, das könnte ein sehr knappes Spiel werden, beziehungsweise hat er, glaube ich, noch nicht gewonnen mit Frankfurt, weil er hat hier noch ein Red Bull Salzburg. Von daher würde ich sagen, Emre Can ist Mehrwert. Ja, 16 Millionen, easy. Jetzt wechselt er nach da und dann Niklas Dorsch, ehemaliges Bayern-Talent. Aber ich glaube einfach, er hat großes Talent. Ja, das beziehungsweise hatte es. Er ist jetzt noch 24 oder so und hat es auch geschafft. Von daher würde ich aber trotzdem sagen, er ist weniger wert. Ja, aber trotzdem seine 10 Millionen Marktwert, also nicht schlecht. Dann jetzt Marcel Halstenberg. Ist ganz interessant, ist ein solider Linksverteidiger von RB Leipzig. Ich denke aber nicht, dass er ganz so viel wert ist wie Niklas Dorsch, weil er hatte jetzt letzte Saison nicht so richtig gute Leistungen. Von daher sage ich weniger, ja, 5 Millionen. Und dann haben wir jetzt im Vergleich Wu Yong Yong, ehemaliges Bayern-Talent auch, tatsächlich, falls man es noch nicht wusste, ist jetzt vor kurzem, wenn mich nicht alles täuscht, vor ein oder zwei Jahren oder so, nach Freiburg gewechselt, hat er letzte Saison so einen richtig guten Durchblick und ist meines Erachtens auch mehr wert. Ja, 5,5 sind 500.000. Manchmal können 500.000 auch viel wert sein. Dann haben wir Oliver Burke. Boah, hat denn der gespielt? Ich kann es dir nicht sagen, was das ist. Er war auf jeden Fall letzte Saison noch nicht bei Bremen, ne? Aber Bremen hat ihn geholt. Ich glaube aber einfach, dass er nicht so viel wert ist. Weil Bremen muss ja auch sparen. Die können jetzt nicht unendlich ausgeben. Naja, sage ich, der ist weniger wert. Ja, 1 Million. Auch nicht ganz so eindeutig. Jetzt Roland Scholloi. Freiburg allgemein, das ist ja richtig stark, sind 6. Platz geworden. Was ich vollkommen stark finde. Von daher würde ich sagen, er hat einen höheren Marktwert tatsächlich als Oliver Burke. Dann haben wir einmal als nächstes Karim Abi Adeyemi. Das ist jetzt die Frage. Adeyemi hatte eine gute geile Saison bei Salzburg und ich glaube auch, dass er mehr wert ist. Easy. 35 Millionen. Jetzt Danilo Dueki. Interessant. Nee, gespielt. Preußen Münster? Ist das Preußen Münster? Keine Ahnung. Jetzt ist er bei Union. Ich würde sagen, der ist weniger wert als Adeyemi. Ja, 4 Millionen hätte ich gar nicht so lange überlegen müssen. Dann Flo Kainz. Finde ich, der ist ein geiler Spieler tatsächlich. Aber ist er jetzt mehr wert als Dwiki? Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ja, 3,5. 500.000 wieder. Also ein sehr knappes Spiel heute. Marc Fleckner ist meines Erachtens nach auch mit eines der Lichtblicke der Saison letztes Jahr. Hatte geile Paraden mit dabei. Von daher würde ich aber sagen, er ist mehr wert. Genau, 7 Millionen. Super. Dann Mohamed Simakan. Ist, denke ich mal, Mehrwert. Er hatte bei Leipzig eine geile Saison. Und war ist er Mehrwert.
Easy 22 Millionen. Dann Malik Djau. Hat er letztes Jahr mit Schalke noch zweite Liga gespielt, ist mit denen dann jetzt halt aufgestiegen in die erste. Hat auch früher Nationalspieler war er. Bundesligaspieler glaube ich auch noch. In der Zeit von Schalke in der ersten Liga. Von daher würde ich sagen, er ist weniger wert. Oh, jetzt habe ich höher gedrückt. Nein, ich wollte eigentlich weniger sagen. Ja, okay, dann machen wir nochmal. Jonathan Burkhardt ist auch ein sehr interessanter Spieler bei Mainz. Spielt ja auch U-Nationalmannschaft für Deutschland. Von daher feiere ich das tatsächlich auch. Kommt er an die 7 Millionen von Luka Walsch mit ran? Das ist jetzt eine große Frage. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, eher nicht, oder? Oh, der ist 17 Millionen wert. Was habt ihr nicht da verpasst? Okay, dann haben wir Pirjo Hinkampe gegen Jean-Luc Jitsch. Oder wie auch immer man den ausspricht. Ljubicic. Spielt bei Köln. Hat davor auch schon bei Köln gespielt. Aber ich glaube nicht, dass er 17 Millionen wert ist, oder? Ja, 7,5 Millionen. Dann haben wir ein Kölner Duell. Ljubicic gegen Skiri. Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Das, ich weiß ja nicht. Köln verfolge ich halt ehrlicherweise auch nicht ganz so. Aber ist halt die Frage. Ich glaube trotzdem, dass er ein bisschen mehr wert ist. Ja, 13 Millionen. Fast sogar das Doppelte. Oder fast. Flo Wirtz. Flo ist aktuell verletzt, aber ich glaube trotzdem, dass er noch einen Marktwert hat. Ja, 70 Millionen. Ja, wieder einen fetten Transfer gemacht. Flo Neuhaus ist eine auch ganz interessante Personalfrage meines Erachtens nach. War ja früher eins der besten deutschen Talente tatsächlich. Aber in den letzten Jahren ist er ein bisschen untergetaucht. Stand ja schon 2019 oder so, so gut wie ein Wechsel zu den Bayern fest. Beziehungsweise wurde das so spekuliert. Aber in den letzten Jahren ist er ein bisschen untergegangen. Ja, 20 Millionen noch. Ist jetzt auch schon, was weiß ich, seine 23 Jahre oder so. Armin Adli von Bayer 04 Leverkusen. Bayer Leverkusen hat mir letztes Jahr auch super gefallen von ihrer Spielphilosophie. Und von daher würde ich aber trotzdem sagen, er ist weniger wert als Flo Wirtz. Flo Neuhaus. Ja, habe ich recht gehabt. Stefan Leiner ist ja, glaube ich, Rechtsverteidiger, wenn mich nicht alles täuscht. Bei Borussia Mönchengladbach. Aber er hat jetzt nicht so eine ganz so gute Saison, von daher würde ich sagen, er ist weniger wert. Super. Dann Rani Khedira, der Sohn, der Bruder vom langjährigen Bundesliga-Profi. Sammy Khedira ist aber, denke ich mal, trotzdem mehr wert als Stefan. Jawohl, super. Stefan Posch, Hoffenheim, letzte Saison mit dem Trainer nicht ganz so gut gewesen. Jetzt haben sie einen neuen Trainer, mal gucken, ob es dieses Jahr wieder reicht. Er ist aber, glaube ich, meines Erachtens trotzdem noch mehr wert. Jawohl, super. Dann haben wir Joe Kenny. Ich würde sagen, der ist weniger wert. Hertha fast abgestiegen. Ja, da kann man ja auch keine Lichtblicke sagen. Aber der war vorher bei Everton. Danny Olmo ist meines Erachtens, glaube ich, doch noch ein bisschen mehr wert. Ja, 40 Millionen. Eine ganze Null sogar. Dann haben wir Mangala vom VfB Stuttgart. Ich finde, tatsächlich, dass er eine geile Saison gespielt hat, war jetzt auch, oder beziehungsweise ist bei anderen Vereinen im Gespräch. Ich nehme das Video jetzt ein paar Wochen vorher auf, bevor es kommt. Von daher würde ich sagen, aber trotzdem wäre es weniger wert. Ja, 15 Millionen. Dann haben wir Piatek, der ist, denke ich, nochmal weniger wert. Jawohl, super.
Dann Angelino ist wieder mehr wert, ja, 30 Millionen. Richan, den hatten wir doch schon mal, der war weniger wert, ne? Ja, 60, selbe 16, nicht 60 Millionen. Dann Kevin Schade ist noch weniger wert, ist aber ein geiles Talent, also kann ich auch jedem nur für FIFA empfehlen. Aster Franck ist, denke ich mal, weniger wert, oder? Nein, mehr sogar. Ah, schade. Ja, egal. Dann würde ich sagen, war es das von mir heute auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Macht noch was Geiles. Euer Neues. Tschüss.